Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Eine Woche lang doppelt Währung für die Icewind Dale Kampagne. Ich fand immer, die zog sich wie Kaugummi am Schuh, aber das mag nur an mir liegen. Insofern nutze ich diese Doppeltwährung immer für meine Twinks, aber falls ihr das erste Mal da seid, ihr könnt halt doppelt so schnell die Kampagne erledigen, weil ihr doppelt so viel Währung bekommt. Das sind so die Zeiten, wo man zu den Kampagnen geht und sie durchzieht oder die Twinks durchschleift. Aber damit nicht genug, doppelt Veredelungssteine. Damit lohnt sich das Spielen und Farmen natürlich, weil ihr erhaltet doppelt so viele Verzauberungs-, Runensteine und Edelsteinbelohnungen, egal wo. Außer natürlich in Shops, dem Tamaluna Handelshaus und dem Zenmarkt, wo ihr die Dinger kauft. Parallel dazu, wie eigentlich in der letzten Zeit immer, zu Doppelt-Veredelungssteinen gibt es Bonus-Veredelungspunkte. Dafür müsst ihr einfach Leute schnetzeln und den Balken von Bonus-VP füllen. Habt ihr den Meilenstein 1 erreicht, indem ihr den Balken gefüllt habt, gibt es einen Schutz der Bewahrung und 2500 Veredelungspunkte. Das könnt ihr mit 4 Meilensteinen machen und am Ende hättet ihr 5 Schutze der Bewahrung und 25.000 Veredelungspunkte für Lau dazu bekommen. Aber auch das reicht noch nicht. Für die Leute, die VIP mit dem Rang 3 oder höher haben, gibt es noch einen besonderen Rabatt im Zenmarkt, nur einmal pro Account abzuholen. Aber das sind 33% Rabatt auf das neueste 20er Schlüsselbündel. Heißt, es gibt ein 20er Schlüsselbündel. Ah, gleich mal gucken. Dann würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.